So, hallo zum zweiten Teil der Bergrennen-Serie. Diesmal in Trial Mountain Reverse. Hier habe ich schon die Qualifikation gefahren, allerdings mit einer sehr schlechten Zeit. Meine beste war bisher 1,48. Aber so ist das halt. Jetzt machen wir das Rennen. So, da ist die Rennstrecke, Trial Mountain Reverse. Eine Custom-Rennstrecke, die man sich laden kann. Eine ganz andere Linie als die AI. Das ist nicht enger. Wir sind schon an erster Position. Sehr gut, aber. Ja. Ein bisschen. Ich dachte, jetzt kommt schon ein ruhiges Rennen. Ist vielleicht für mich leicht, aber für die Zuschauer nicht interessant ist. Ah, ich habe mich leider gedreht. Sehr leicht zu verschließen. Vor allem für Porsche 911. Oh ja, das ist ein bisschen zu schnell. Ja, es geht. Unterschied für Wasser nicht. Ich habe das überhaupt nicht geübt. Finde ich ganz gut. Zurecht. Ich
kleinen Kurven. Zuerst wieder mal gesehen, vielleicht muss ich in diesem Spiel drinnen drehen kann. Und ehrlich gesagt, damit ist sehr lange geübt und die ersten Runden, da bin ich vielleicht fünfmal in der Runde rausgeflogen. Das war wirklich die Zeit, die man verliert. Das verliert man beim Drehen. Wenn man einmal ein bisschen zu vorsichtig angegangen ist.
Aber ich zeige euch jetzt noch ein bisschen Szenen aus dem Replay. Die anderen Autos, damit man die Rennstrecke auch aus dieser Warte ein bisschen sieht. Sehr schön gebaut, finde ich. Aber gerade für ein Auto wie ein Heckschleuder, wie den Porsche, nicht leicht zu fahren. So, danke fürs Zuschauen.